Ich liebe dich. Digga, Werder geil, Werder geil. Schön, dass ihr dabei seid beim neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Taubenschlag, weil der Vogel mir Bescheid gesagt hat, Chrissy, komm mal dahin. Wir sind da, deswegen gehe ich jetzt mal eben ganz kurz dahin. Warte, wie sieht es da vorne aus? Beziehungsweise so sieht es hier aus. Ja, was steht an heute? 15:30 Uhr. Werder gegen Mainz. Ich denke mal, das wird ein 1:1. Mehr ist im Moment nicht drin. Ich freue mich sehr auf Kovnatski. Der Poker mit Füllkrug hat endlich ein Ende. Ich bin froh, dass es vorbei ist, auch dass er gegangen ist. Aber dass wir endlich Klarheit haben, das war ja schon nicht mehr lustig zum Schluss. Mainz ist ein, weiß ich nicht, Angstgegner, würde ich sagen. Weiß ich, die letzten 5 Partien, ein Spiel Werder gewonnen, ein Unentschieden, 3-mal Mainz. Wir müssen sehen, was geht. Ja, irgendwie müssen wir mal langsam punkten. Wir sind in der Pflicht, ne? Mal gucken, wo der Nacken bleibt, aber ich glaube, ich habe ihn gefunden. Warte. Da ist er. Mit dem geilen Trikot, Alter. Alles gut, oder was? Er trainiert. Ja, natürlich. Ich bin echt ein Topform, ohne Scheiß. Aber danke, das aber danke, dass es dir aufgefallen hat. Ich habe auch seine Dauer gerade bezahlt, weil er mich sonst verkloppt. Hast du gefunden? Nein, kann ich nicht erzählen. Was machen alle den Trikot? Guck mal, die. Warte, wir wollen erstmal Chrissys geiles Trikot begutachten. Komm mal her hier. Fertig, Chrissan. Richtig gut. Ich erkenne das. Warum steht da nicht Bus hinten drauf? Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr, wenn wir da nicht absteigen, sind wir dabei. Oh, wir haben mal Transfers gestern, haben mich richtig aus. Ja, ich wollte gerade sagen, lass uns ganz kurze Minute, komm her, lass mal eben hier einmal ganz kurz. Hier, warte. Ganz kurze Minute mal eben. Was sagst du zu den Deadline Day gestern? Was war das für ein Katastrophentag? Erstmal Prost. Prost, den Nottransfer gestern. Besser als nichts, aber. Raphael Boré. Ja. Was sagst du dazu? Das ist gut, aber ich habe gehört, der wollte gar nicht zu Werder. Werder wollte ihn auch gar nicht haben. Und das war jetzt so eine Notlösung. Also von daher, damit sie am Ende des Tages nichts mit gar nichts sagen. Man kann heute noch nicht mal spielen. Das ist auch scheiße. Ich freue mich tatsächlich, habe ich vorhin schon gesagt, ich freue mich auf Kovnatski, dass er dann endlich mal eine Chance bekommt. Der soll mal heute spielen. Ja, der wird auf jeden Fall eine Chance bekommen. Und da freue ich mich drauf. Was? Ja, was sagst du zu. Richtig. Ich weiß nicht, soll man nicht auffallen. Ganz ehrlich, wir gehen das Thema auch auf den Sack. Und jetzt ist es vorbei. Ohne Scheiß, original O-Ton habe ich eben auch gesagt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das Thema, auch wenn er weg ist, müssen wir mit leben. Was zu verdanken, er hat auf Gehalt verzichtet und dies und das. Richtig. Okay, aber wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg und er soll in Dortmund happy werden. Für uns war er ja. Verletzungsfrei bleiben. Genau, verletzungsfrei. Alles klar, Daniel. Let's go. Richtung Stadion gleich. Wären realistisch oder optimistisch? Ganz ehrlich, ohne Werderbrille, ganz offiziell. Ohne Werderbrille? Ja, ganz offiziell. So, 2-1 Mainz. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, was ist, ich sag das so knallhart in die Kamera. Was ist denn? Wer so einkauft, Mainz war schon immer unangenehm. Es kommt auf die Aufstellung drauf an, wenn. Die zuckt. Zeig mal nochmal deinen Bauch hier zur Abwechslung. Kommt die Heimie abgenommen, hat dreimal mit Fahrrad gefahren. Ja. Mein Tipp, ich bleib beim 1-1 vorm Spiel. Definitiv 1-1. Also wenn die heute so spielen, wie ich gepinkelt habe, dann wird das nichts. Ich habe bergauf gepinkelt, dann ist es runtergelaufen. Meine Schuhe. Kann man nicht so gut sehen, aber let's go. Ich hab dich raufgehauen, wo du pissen gehst. Ich hab auch noch was zu sagen zum Spiel. Haben wir voll gutes Spiel, ne? Ja, ist es okay, wenn ihr mit drauf seid oder nicht so? Was denn? Was tippt ihr so? YouTube-Kanal? Was tippt ihr? YouTube-Kanal? Ja, was tippt ihr? 3-1 Werder. 3-1 Werder, sehr optimistisch. Nein, du auch? Aber du spielst sagt 2-1 Werder. Okay. Ich wünsche mir so sehr eure Tipps, ne? Ohne Scheiß. Jetzt auf einmal, ne? Der Anti-Alkoholiker. Ich muss mal für mich da. Anti-Alkoholiker, zeig dir, wie ich dein Bier wegsaufe. Ich hab's gewusst, dass ich 3 gekauft. Für jeden? Jetzt geht's los! Da ist es! Also, 25 Uhr wäre ich schon. Einfach für Busse! Boah, Bizeps! Füllkrug ist weg, Busse ist da! Ja, Mann! Ja, Mann! Heute 3-0, wer da hier los? Keine Ahnung, wer das war, Alter, aber alle gut drauf hier. Wir sind Meister! Yeah.
Keeper! Jens! Hey! Dude! Mitchell! Weiser! Halbzeit fünf, komm. Ja, muss, ne? Ja, fünf ab. Jawohl, Halbzeit. Sehr schön. Ja, jetzt ist hier auch gut. Halle.
mit der Halbzeitanalyse mit Chrissy, Busse. Und wir haben ja einen richtig korrekten Sitz nach Bahn. Du bist der? Ich bin Mika und ich stehe eigentlich in der Ostkurve, aber heute bin ich mal mit meiner Freundin hier und wollte das Spiel von einer anderen Perspektive angucken. Okay, Mika, woher kommst du? Ich komme aus Holland. Aus Holland, ey? Ist ja nie hochgegangen. Ist nie hochgegangen. Sind wir quasi Nachbarn. Was hast du denn zum Spiel? Erzähl mal. 1-0 jetzt für Werder. Ja. Gute Chancen dabei. Wollte mal da eingewechselt für Dukes. Läuft gut, aber ich hoffe nicht, dass es Werder ist und die einseitig passieren. Also wir wären froh über ein 2-0 gewesen, aber sie haben es mal wieder nicht hinbekommen. Und gerade so eben das Einseitig über die Bühne geschaufelt. Chrissy, deine Analyse noch mal ganz kurz. Was sagst du dazu? Bist du zufrieden mit Einsatz? Ja, natürlich. Ganz gut, richtig gut. Nach dir gibt es die richtige Mühe. Ich sage, das wird noch 2-0. Okay, Abschluss. Mein Tipp? Ja, die wieder raus. Ich glaube, beide machen noch ein Ding, also 2-1 Werder. Aber nehmen wir mit. Bremen! Bremen! Zweite Halbzeit, let's go! Auf geht's, zweite Halbzeit, Jungs! Auf geht's, Werder, kämpfen und siegen! So, jetzt geht's los, jetzt geht's! Die Ersatzgarnitur! Geschlagen und dann ist das Video ausgegangen. So, fertig. Deswegen ist nicht alles mit drauf. Deswegen ist nicht alles mit drauf. Weil du mich die ganze Zeit schon geschlagen hast. Ich hab schon einen blauen Fleck auf meinem Daumen. Mit seinem Daumen hier aufgehoben. Nein, ich bin ausgeführt, ich bin einfach ausgerastet. Aber oh. Auf zum 3-0. Was für ein Hammer. Ich schwöre. Oh, ja, ja! Oh. Ich weiß nicht, war doch ein Pass oder wollte er schießen? Das war ein Stern. Du billiger! Du billiger!
Alter! Bittencourt! Hier, da war's! Die haben befreit aufgespielt. Weißt du warum? Ja. Die müssen nicht mehr auf Füllkrug zuspielen. Richtig. Die können selber spielen. Vielleicht sind die ein bisschen variabler geworden. Ja, ja, ja. Das glaube ich auch. Die haben so befreiter gespielt. Auf jeden Fall war Werder richtig giftig und gallig. Die sind richtig raufgegangen. Ja. Also jeden Zweikampf hat man richtig gesehen. Beast Mode Werder, ohne Scheiß. War richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Bei 4-0 natürlich macht das Spaß. Ne? Aber nein, hat auch beim 2-0 schon Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Und auch die... Muss mal, zweite Halbzeit schon gegangen ist, aber trotzdem hat Spaß gemacht. Ich will hier gar nicht großartig irgendwas analysieren. Ich bin einfach nur froh, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben. Ja, alle Bremer Fans, ihr da draußen, deutlich. Ihr habt euch das auch mal verdient. Ja. Wir haben uns das mal verdient. Da haben wir lange drauf gewartet, auch mal Heimsieg. Ja. Und wir hoffen, dass das jetzt mal so weiter wird und Bremen mal wieder eine Festung wird. Das wäre mal wieder geil, Alter. Oder? Also, wir gucken mal, wen wir hier noch so aufgabeln können. Ja, guck ihn nicht hin. Na komm, du wolltest doch noch mal einen Titten zeigen. Komm her, einen Tittenwackler haben wir noch. Komm her, komm her, komm her. Okay, aber pass auf. Werder, der Meister von der Weser, das Phänomen. Ich habe eine View für euch, wie das hier aussieht hier. Zeig mal her. Alle happy, alle fröhlich, außer du. Doch, verloren, aber. Die waren doch gerade noch neben mir. Okay, willst du mal noch vloggen? Willst du noch was sagen kurz? Ob zum Alter, Spiel? Geiles Spiel! Geiles Spiel! Ich schwöre, ich habe heute noch zu meinen Kollegen gesagt. Ich habe heute noch zwei Kollegen gesagt, ich hoffe auf ein unerwartetes Spiel wie gegen Gladbach. Wie gegen Gladbach. Wie gegen Gladbach. Wir haben ein kurzes Statement zum Spiel, Jungs. Kurzes Statement. Ich liebe dich. Digga, Werder geil! Werder geil! Ja!
Mal. Gut, mal Leute, hier haben wir den Leon. Leon, was sagst du zum Spiel? 4-0, Werder? Absolut geil, so geil, absolut. Was sagst du den Neuzugängen? Auch. Kuchnatski, wie hat er dir gefallen? Kuchnatski war absolut geil. War absolut geil, ne? Aber richtig Justin geil geworden. Absolut geil. Ja, Mann. Der hat sogar Tor gemacht, ne? Ja. Richtig mega geil, Alter. Sogar. Wir freuen uns auf den nächsten Sieg, so kann das weitergehen, Alter. Ja, haut so rein. Kann das nur weitergehen. Alles klar. Ja. Jawohl! Schönes Ding, Alter. Was sagt ihr zum Spiel? Super! Okay, das hat gereicht. So, Leute, krönender Abschluss. Ihr habt noch ein paar Werder-Fans jubeln sehen. Was ihr noch sagen wollt, Jungs, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Richtig geil, hat mir das gefallen. 4-0, endlich mal wieder mit einem Glücksgefühl aus dem Stadion gehen. Falls noch einer Bock hat, private Videos zu sehen, Kingsköpfe, blende ich noch unten ein. Schiebe ich mit rein in die Kommentare. Gerne anklicken, liken, abonnieren. So Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, ciao.